Guten Morgen, Messerfreunde. Heute Morgen ganz kurzes Tutorial. Wie behebe ich seitliches Klingenspiel an einem Werkzeug vom Malga 6? Das Ding ist halt entwickelt worden, um schnell und einfach diese Griffschalen auszutauschen. Wir haben ja Titan gehabt, jetzt gibt es nur noch Mikata und G10. Und da kommt es halt manchmal vor, dass du so ein Ding auspackst. Und dieses Messer hat halt seitliches Klingenspiel. Ja, das Ding ist halt ein verschraubtes Teil und nicht funktioniertes. Dann nimmt man einen 8er Torx und spielt hier ein bisschen mit den Schrauben. Zieht hier mal ein bisschen an, vielleicht so eine halbe Umdrehung. Wie durch ein Wunder. Klingenspiel ist weg und Messer schließt immer noch fantastisch. Wenn man sagt, okay, ich habe hier eh nicht vor, die Dinger zu tauschen, dann schraubt man die mal ganz raus, nimmt sich Schraubenkleber, aber von einer ganz schwachen Variante, macht so ein mit einer Stecknadel ein bisschen auf das Gewinde und schraubt sie sich dann eben passgenau fest, dass die Werkzeuge nicht wackeln. Und schon hat man das repariert. Das ist kein Hexenwerk, dazu muss man auch nicht mit Werkzeug umgehen können. Schaut mich an, ich bin ein absoluter Idiot, was Werkzeugbenutzung angeht. Und schon hast du wieder alle Werkzeuge schön fest. Also das ist super easy und glaubt mir, wenn der Hilbi dir das hinkriegt, dann bekommt ihr das da draußen zweimal hin. 8er Torx, gutes Werkzeug nehmen. Ich habe jetzt hier eine Vera oder ihr könnt eine Viha kaufen. Die machen echt gute Werkzeuge mit ordentlichen Köpfen und schon könnt ihr eure wackelnden Werkzeuge, das kann ja auch immer wieder mal vorkommen in der Benutzung, wenn ihr so ein Teil viel benutzt, dass wieder mal ein bisschen sich die Schrauben lockern. Ja, aber wie gesagt, wenn er sagt, ihr habt eh nicht vor, die Griffschalen zu tauschen, dann nehmt kauft euch einen schwachen Schraubenkleber, nicht das harte, starke Zeug, vielleicht wollt ihr es doch irgendwann mal aufmachen zum Reinigen oder sonst was. Nehmt den schwächsten Schraubenkleber und fixiert euch die Schrauben ein ganz klein bisschen und dann wackelt da nie wieder was. Oder zieht sie einfach kurz nach, das ist schon das ganze Hexenwerk, das zu lösen. So, das war's. Ich muss jetzt zu Hanrad eine Uhr abholen und dann sehen wir uns später nochmal zum Video. Also Freunde, schönen Freitag und für alle diejenigen, wenn wir sich mal hören, schönes Wochenende, Freunde. Haut rein.